musste ja etwas kurzfristig hier einspringen. Und das ist ein gigantischer Vorteil. Weil man kann so mal richtig sagen, okay, jetzt sagst du mal etwas zu einem Thema. Ich habe das versucht, relativ nah oder etwas näher an das Thema von Silja Graupe heranzuschieben, soweit es mir eben von meiner Kompetenz her möglich ist. Und dann kann man sich mal so auf Feldern bewegen. Ich habe ja erst 7 Tage vorher gewusst, dass ich es machen muss. Wo man vielleicht sich sonst noch nicht so hinwagen würde. Und vor allem dann auch die Gelegenheit haben, das mit Leuten, die Intelligentes zu sagen haben, hier vorne im Podium und dann später sicherlich auch im Publikum, schon mal diesen Luftballon ein bisschen zu diskutieren. Ich freue mich drauf. Diese 7 Thesen kann man unterteilen in 4 erste Thesen, die so etwas wie ein Diagnoseteil sind und 3 letzte Thesen, die so etwas wie ein Therapieteil sind. Die 4 diagnostischen Thesen werde ich recht kurz und knapp nur darstellen und wenn Bedarf und Lust ist, können wir die gerne etwas intensiver in der Diskussion dann besprechen. Die 3 therapeutischen Thesen werde ich etwas ausführlicher schon gleich im Vortrag vorstellen. Wie ökologiegerecht über Wirtschaft reden? Meine 7 Thesen. Die 1. Das neuzeitliche europäische Denken basiert auf einer Trennung von Mensch und Natur. Allein schon, dass wir, und zwar eigentlich fast selbstverständlich, Mensch und Natur sagen, ja selbst in progressiven Verständnissen von einem Mensch-Natur-Verhältnis und wie das wichtig ist für die Art und Weise, wie wir über Gesellschaft denken, sprechen, sagt uns schon etwas aus, dass Mensch eben irgendwie in diesem, unserem europäischen, neuzeitlichen Verständnis nicht Natur ist. Punkt. Noch radikaler, und das ist natürlich jetzt eine Zuspitzung, die sicherlich nicht für die gesamte europäische neuzeitliche Geistesgeschichte gilt, schon gar nicht mit den Auseinandersetzungen im 20. Jahrhundert, aber in ihrer Zuspitzung doch einiges zum Ausdruck bringt. Der Mensch ist Bewusstsein. Ich nehme natürlich Bezug auf Descartes, auf sein Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Und während das eine Radikalisierung ist, so ist es doch etwas, was ich der Überzeugung bin, die nicht nur die Geistesgeschichte, sondern die Art und Weise, wie wir in unserem europäischen und damit weltweit wirkenden Weltbild aufgrund der entsprechenden Geschichte der letzten 500 Jahre weltweit wirkend, wie wir mit Natur und uns selbst umgegangen sind. Das versuche ich in dem letzten Satz dieser These kurz darzustellen. Mensch ist nicht Natur, seine Körperlichkeit, also das, was uns am ehesten daran erinnert, dass wir eben doch vielleicht Natur sind, wird diszipliniert, wird verzweckt, wird ignoriert. These 1. These 2. Natur wird dabei im Grunde als Maschine gedacht und als mathematisch erfassbar. Bei Descartes sind das die res extensa, die ausgedehnten Dinge, die man im Prinzip mathematisch erfassen kann. Dieser Optimismus, dass man mit der Mathematik ein geistiges Werkzeug an der Hand hat, mit dem man die Natur entziffern kann. Und letztendlich beherrschen, aber das ist die nächste These. Wir haben dieses Verständnis, das ursprünglich ein mechanisches ist, inzwischen deutlich erweitert. Und ich denke mal, so das Fortschrittlichste in dieser Tradition ist der Gedanke, Natur als komplexes System aufzufassen. Und auch wenn, so wie hier in der Klammer geschrieben, dass ein absolut großer, ich würde sogar sagen, ein riesengroßer Fortschritt im Verständnis von Natur ist, von Ökosystemen,
komplexen Zusammenhängen und so weiter zu sprechen. So ist das aus meiner Sicht, so würde ich das hier jetzt mal zuspitzend sagen, dennoch immer noch in dieser Natur ist gleich Maschine denke. Es ist letztendlich zwar ein sehr komplexes Ding, aber es ist ein Ding. Ich hatte es im Prinzip schon gesagt. Der große Vor- und Nachteil, These 3. Dieser Sichtweise ist, dass damit Natur auf diese Art und Weise ganz klar etwas Beherrschbares wird, etwas Manipulierbares, etwas Steuerbares, etwas, was wir in der Art und Weise, wie wir mit Natur umgehen, als europäisch denkende Menschen, europäisch geprägte Menschen, ganz selbstverständlich als etwas nehmen, was wir zu unterwerfen haben. Können, dürfen, sollen, wie auch immer. Also, was bedeutet das für das Wirtschaften? Ein sehr bekannter und wie genauso umstrittener Ökonom, Karl Marx, hat das gesellschaftliche Stopfwechsel mit der Natur genannt, Wirtschaften. Finde ich ein sehr treffender Ausdruck in dem Zusammenhang. Wirtschaft, im Zusammenhang mit Wirtschaften heißt das, dass Natur eine ausbeutbare Ressource wird. Da kommt der Begriff Ausbeutung ursprünglich her. Wir beuten Rohstoffvorhaben aus und genau das bringt dieses zum Ausdruck. Das ist ein Natur wird eine reine Quelle für Rohstoffe bzw. ein Mülleimer für unsere Abfälle. Nutzbar, ausbeutbar. These 4. Ich hatte es bereits angedeutet, als ich die These 3 eingeführt habe. Das ist ein höchst ambivalentes Ding. Diese Art zu denken, Natur zu einem beherrschbaren Ding zu machen, hat großartige Erfolge der modernen Naturwissenschaft und Technik produziert. Ich meine das nicht ironisch. Alles, was wir an Artefakten um uns herum sehen, und wir sehen sie hier in Europa, in den Vereinigten Staaten, deutlich mehr als im globalen Süden. Anderes Thema. Diese Artefakte sind nur möglich aufgrund moderner Wissenschaft, Naturwissenschaft und Technik. Die moderne Medizin, die Gebäude, die wir bauen, die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen und. Ich glaube, man muss schon, also ich behaupte, man muss relativ blind sein und das nicht als etwas Großartiges und menschheitsgeschichtlich Einmaliges zu sehen. Und gleichzeitig, parallel, wirklich wie die andere Seite der Medaille, würde ich behaupten. Es ist die andere Seite desselben Blattes, die Nein, nicht mehr Drohne, der stand ursprünglich hier, sondern die planetarische, ökologische Katastrophe, in der wir uns bereits befinden. Das droht nicht mehr. Das ist. Wer als Gesellschaft Natur ausblendet in seiner eigenen Körperlichkeit beziehungsweise in dem, was an Natur sich umgibt, der läuft fast zwangsläufig in diese Falle, die diese These gerade versucht darzustellen. So, das waren meine 4 diagnostischen Thesen. Ich habe über Wirtschaftswissenschaft hier nicht gesprochen, das könnte ich ausführlicher tun. Die gegenwärtig herrschende Wirtschaftswissenschaft in ihrem volkswirtschaftlichen Teil ist bis heute dem mechanischen Weltbild sehr, sehr, sehr verbunden. Also sie hinkt auch hinter dem modernen naturwissenschaftlichen Weltbild her. Nur eine kleine Minderheit, die sogenannten Komplexitätsökonominnen, beschäftigen sich als Grundlage mit der Idee Wirtschaft als komplexes System. Der Mainstream, der herrschende Mainstream in der doppelten Bedeutung des Wortes,
hatte mechanisches Weltbild, das wurde also übertragen von den Naturwissenschaften auf die Gesellschaftswissenschaften. Das hat also auch eine unmittelbare Art und Weise eine Bedeutung, wie wir über Wirtschaft nachdenken. Aber das sollte jetzt hier nicht mein Thema sein, deshalb nur als Randbemerkung zusammenfassend einklammern diese vier diagnostischen Thesen zum Umgang mit der Natur im neuzeitlichen Denken. Das sind holzschnittartige Thesen, die ich aber dennoch für argumentierbar, sehr gut argumentierbar halte. Zu meinen drei an auch etwas länger geratenen und auch länger jetzt zu erläuternden therapeutischen Thesen. Der Ausgangspunkt, Mensch ist nicht Natur, ist grundfalsch. Der Mensch als Ganzes ist Natur, Menschen sind Natur, sind Teil des Kosmos. Ich werde gleich darauf eingehen, wie weit das, was ich hier gerade sage, wenn man es einmal gesehen hat, trivial ist und inwieweit darin dann, und da wird sicherlich vielleicht die ein oder andere Debatte dann im Podium sein, da schon eine Zuspitzung drin liegt, die man nicht unbedingt teilen muss. Das hängt vor allem hier mit dem Wörtchen als Ganzes zusammen, beziehungsweise in dem erläuternden Satz, der jetzt drunter steht, in der alten Denke etwas flapsig formuliert, ausgedrückt, Geist, also ne, diese Radikalisierung Descartes, bewusst, Mensch ist Bewusstsein, alles andere ist Natur. Geist und Natur sind eine notwendige Einheit. Wenn ich sage, den Menschen als Ganzes, will ich genau mit diesem als Ganzes diesen letzten Satz betonen. Also, dass auch dieser Gegensatz Geist und Natur einer ist, den ich die Position einnehmen würde, an dieser Stelle die argumentieren würde oder mich dem anschließen würde, der Mensch als Ganzes ist Natur. Ich beziehe mich da explizit auf einen Titel von Gregory Bateson, ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen. Das kann man unterschiedlich denken, dieses Mensch ist Teil der Natur. Man kann das materialistisch denken, also im Grunde genommen das Geist-Ding, das Bewusstsein-Ding von rausnehmen, dieses Natur-Ding nehmen, eben die alten Denke und dann sagen, Mensch ist Teil von Natur. Das könnte man dann sagen, Mensch ist als Teil eines globalen Ökosystems, über Stoffkreisläufe, Energiekreisläufe reden. Oder, und da wird es dann schon, da geht es dann in die Grenze sozusagen, zu anderen Sichtweisen, die berühmte Gaia-Hypothese des Chemikers James Lovelock, der in seiner strengen Form ursprünglich einfach die Behauptung aufgestellt hat, dass es auf dem Planet als Ganzes eine Koevolution unterworfen ist, wo einmal das Leben, das sich ausgebreitet hat auf diesen Planeten, auch gleichzeitig die physisch-chemischen Grundlagen dieses Planeten verändert und dass diese physisch-chemischen Grundlagen und das Leben in einer Art von Koevolution sich ständig befinden. Das bekannteste Beispiel dafür und sicherlich auch das überzeugendste Beispiel dafür ist die Tatsache, dass der Sauerstoffgehalt unserer Atmosphäre gewissermaßen eine Erfindung des Lebens ist. Er ist entstanden durch die Pflanzen. Ja? Pflanzen entstanden und haben ständig ihr Abfallprodukt, nämlich Sauerstoff, in die Atmosphäre abgegeben. Und gewissermaßen war die Pflanzenwelt an einem ähnlichen Punkt wie die Menschheit heute, nämlich sie drohte an ihrem eigenen Abfall zu ersticken. Worauf das Leben, und jetzt wird es in dieser Formulierung dann wieder, ja, da wird die Grenze vielleicht überschritten, die man streng naturwissenschaftlicher da setzen muss, dann erfand das Leben eben die Tiere, ne? Die eben Sauerstoff als Input brauchten und entsprechend Stickstoff, was die Pflanzen brauchen, als Abfallprodukt produzieren. Ja? Das ist so die Grundidee dieser Gaia-Hypothese für diejenigen, denen das nichts sagt. Sie ist in verschiedenen Bereichen, manchmal auch esoterisch interpretiert worden, aber es ist eine sehr spannende Geschichte, vielleicht so weit, wie man gehen kann mit dieser materialistischen Konzeption.
Die radikaleren Konzeptionen, auf die mich in dem zweiten Teil dieser These bezogen habe, gehen deutlich weiter. Das ist eben diese Integration, dass das, was im europäischen Denken das Geistige genannt wird, dass das eben absolut genauso Natur ist. Es fällt uns am einfachsten, in diese Richtung zu denken, vielleicht eine Brücke zu bauen, dass heute inzwischen unumstritten ist, dass natürlich selbstverständlich Elefanten ein Kommunikationssystem haben, das den menschlichen, einfachen menschlichen Sprachen auf jeden Fall gleichkommen. Delfine in ähnlicher Weise, dass es als intelligente Lebewesen sind, die wahrscheinlich auch eine Art von Bewusstsein haben, das mit dem unseren vergleichbar ist. Das ist biologisch inzwischen unumstritten. Aber was diese Autoren, die ich jetzt hier nenne, die gehen weiter. Die sagen, im Grunde genommen ist dieses Geistige, was als Bewusstsein, als geistig benannt wird in der Philosophie, das ist etwas, was wir in der Natur ständig vorfinden. Und zwar von Anfang an. Gregory Bateson, Anthropologe, von dem habe ich das zitiert, Geist und Natur, eine notwendige Einheit, ist die Übersetzung des Titels Mind and Nature, a Necessary Unity. Thomas Nagel, ein US-amerikanischer Philosoph, Mind and Cosmos, Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False. Beides Autoren, die in Akademia ganz hohes Standing hatten, also nicht irgendwie Randfiguren, obwohl sie sozusagen ihr Fach bis an die Grenze dessen treiben, was denkbar ist. Und dann die Biologen und Philosophen aus Chile, Humberto Maturana und Francisco Varela, die das dann so zusammenfassen. Beispiel, dass man den kurzen Satz gesagt, was hier damit gemeint ist. Living systems are cognitive systems and living as a process is a process of cognition. This statement is valid for all organisms. Also Kognition erkennen als fundamentale Eigenschaft allen Lebens und nicht etwas, was dem Menschen vorbehalten ist. Was folgt aus einer derartigen Sicht für den menschlichen Umgang mit der Natur? Und in dieser langen These wird dann der Institutionenökonom Martin Ramp hat es erwähnt, relativ deutlich, dass das Wirtschaftliche, das ich hier herausarbeiten möchte, etwas ist, was mit dem institutionellen Rahmen, nämlich spezifisch jetzt hier dem rechtlichen Rahmen von Wirtschaft, sehr viel zu tun hat. Also wenn man das so sieht und gleichzeitig sagt, wir haben uns in die Lage gebracht, in der wir sind im Anthropozän. Der Mensch entscheidet das Schicksal dieses Planeten. Und gleichzeitig sieht, dass wir Natur sind und wir nur überleben können, wenn Natur, nichtmenschliche Natur, überleben kann, dann muss unser Verhältnis zur Natur ein anderes werden. Nicht mehr ein herrschendes, sondern ein treuhänderisches. Der Begriff des Treuhänders ist ein Rechtsbegriff. Der Treuhänder nimmt die Interessen einer anderen juristischen Person wahr. Ein treuhänderisches Verwalten eines Vermögens beispielsweise. Dieses Verhältnis des Treuhänderischen. Wir sind jetzt nolens volens, wir sind jetzt da, wo wir sind. Der Boss auf diesem Planeten, als Spezies. Wenn wir aber merken, dass wir eigentlich mit diesem ganzen Planeten, ein Kind dieses Planeten in einem sehr umfassenden Sinn sind, müssen wir eben die Verantwortung dafür übernehmen, eine treuhänderische Verantwortung, dass dieses Leben leben kann auf diesem Planeten. Etwas prosaischer ausgedrückt, wir verpflichten uns die Interessen der nichtmenschlichen Natur. Ich muss jetzt sprachlich Krücken bauen, weil wir Mensch-Natur unterscheiden, also die nichtmenschliche Natur, Mensch ist Natur, es gibt eine nichtmenschliche Natur. Verpflichten wir uns, die Interessen der nichtmenschlichen Natur mit in unseren gesellschaftlichen Angelegenheiten zu berücksichtigen. Nichtmenschliche Natur braucht Rechte. Mehr dazu. Also man kann die erste Konsequenz ziehen, ich baue das auch jetzt ein bisschen systematischer auf, allein aus Klugheitsüberlegungen. Man säge nicht am Ast, auf dem man sitzt. Natur ist immer noch etwas, was wir als Objekt sehen, in dieser Sichtweise im Grunde genommen als ein sehr wichtiges Objekt, ein System, auf dem das lebenserhaltend ist.
Also besser nicht kaputt machen. Ja? Klugheitüberlegung, langfristiges Eigeninteresse. Das kombiniert mit der Gerechtigkeitsüberlegung. Wir beziehen zukünftige Generationen ein. Wir machen nicht nur unser Ding, sondern auch versuchen als Spezies auch die zukünftigen Generationen einzuüberlegen. Da kommt man auf den Gedanken der Nachhaltigkeit. Wenn ich aber aus der, vielleicht gerade insbesondere aus der radikaleren Sicht, die ich gerade vorgestellt habe, wenn ich dann davon ausgehe, dass dieses Mitleben auf diesem Planeten eine eigene, und jetzt formuliere ich das wie in der letzten Satz, eine eigene Würde hat. Eine eigene Würde, so wie wir Menschen eine Würde haben. Dann braucht es in unsere eigene Art und Weise, unsere Gesellschaftsorge zu organisieren. Das ist in der Moderne die Rechtsform. Dann braucht dieses Leben Rechte in unserer Rechtsordnung. Wie kann man das operationalisieren? Wir haben es bereits versucht, ein bisschen zu tun. Wir haben das 1994 in unserem Grundgesetz, den Artikel 1920a eingefügt. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Ein klassischer, von dem Gedanken der Nachhaltigkeit geprägter Satz. Also da gibt es nichts um Eigenrechte. Natur wird geschützt aufs Verantwortung für die künftigen Generationen. Es geht immer noch nur um den Menschen. Aber aus Klugheit sollten wir die Natur nicht kaputt machen. Der letzte Satz ist interessant. Da habe ich mich von jemandem belehren lassen, wie das Weitere sehr weitgehend auf seine Gedanken zurückgeht, von Jens Kersten. Er nennt diesen gelb unterlegten Satz eine Angstklausel, weil er sagt, das ist gar nicht nötig. Wenn sowas in der Verfassung steht, dann ist es völlig klar, dass dieser Nachsatz gilt, dieser Halbsatz. Warum der Gesetzgeber dann das extra nochmal reinschreibt. Und dazu gleich mehr, weil er darüber in Veröffentlichungen der letzten 5, 6, 7 Jahre deutlich hinausgeht. Und jetzt ist es nicht irgendjemand, sondern er ist immerhin der ordentliche Professor für öffentliches Recht an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Also nicht irgendwo im Kosmos der juristischen Akademie. Er plädiert zum einen für ökologische Grundrechte. Auch wieder auf den Menschen bezogen. Ein Recht auf Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und eine intakte Umwelt. Was ist der Unterschied? Wahrscheinlich wissen Sie es alle, ich sage es einfach nochmal. Grundrechte sind einklagbar. Diese allgemeine Klausel in 20a macht nur den Staat und seine Organe verantwortlich. Wenn es ein Grundrecht wird, können Sie zum Verfassungsgericht gehen, weil Sie dieses Grundrecht verletzt sehen. Aber immer noch nur vom Menschen gedacht. Zentral das Eigentum. Und ich bewundere Juristen ja in dieser Hinsicht, weil sie hermeneutisch, also dieses Auslegungswissen von Text, einfach genial sind. Wir haben ein Eigentumsrecht, das so lautet, wie ich es hier zitiere, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Bereits also in unserer Verfassung wird dem Gesetzgeber aufgetragen, dass er Inhalt des Eigentumsrechts seine Schranken durch Gesetze bestimmt. Ja, warum sollte man das nicht ökologisch entsprechend wenden? Eine ökologische Ausgestaltung in der Rechtsprechung oder im Gesetz? Ökologische Schranken für das, was wir mit unserem Eigentum tun können. Eigentum ist eigentlich die rechtliche Verkörperung dieses Ding-Verhältnisses. Natur ist in unserer Rechtsordnung ein Ding, das besessen werden kann wie alles andere. Darin drückt sich dieses anfangs im diagnostischen Teil beschriebene Verhältnis aus. Natur ist, denn Eigentum ist ein absolutes Beherrschungsrecht. Sie können mit Ihrem Eigentum im Idealfall, im hypothetischen Idealfall, er ist so gut wie nirgends in unserer Rechtsordnung verwirklicht, machen, tun und lassen, was Sie wollen. Es ist ein absolutes Beherrschungsverhältnis. Ja, im Ursprung. Bereits unsere Verfassung hat das eingeschränkt,
Aber auf diese Art und Weise sagt er, das können wir noch viel mehr tun. Unsere Verfassung gibt uns die Grundlagen dazu. Im Artikel 2, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich zum Wohl des der Allgemeinheit dienen. Ja, ökologische Rechte, Ökologiepflichtigkeit des Eigentums kann man hier, ohne dass man irgendwas ändert, einfach in der Rechtsfortbildung entsprechend umgestalten. Er geht aber deutlich radikaler weiter und sagt, es braucht subjektive Rechte der Natur. Wir brauchen Natur als Rechtspersonen in unserer Rechtsordnung. Er stellt einen Weg vor, wie das sehr einfach in unserer Verfassungsordnung denkbar ist. Nämlich eine Analogie, ganz klassische Rechtsfortbildungsmethode, eine Analogie zum Artikel 19, Absatz 3 unseres Grundgesetzes. Dort heißt es nämlich, die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Also, jede Unternehmung, GmbH, Aktiengesellschaft, ist Grundrechtsträger. Unsere Rechtsordnung hat überhaupt kein Problem damit, Grundrechte auf nicht natürliche Personen zuzuschreiben. Und er sagt, ja, warum sollen wir das nicht auf Leben, nicht menschliche Natur in irgendeiner Form übertragen, in verschiedene Formen übertragen, auf ein Einzelwesen und so weiter und so fort. Zum Beispiel Tieren ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, Recht auf Bewegungsfreiheit zu erkennen, Anerkennung von Ökosystemen als ökologische Personen. Die Frage stellt sich natürlich immer, wer vertritt jetzt das Reh, die Flussaue? Individuell oder durch Popularklage, da kann man über Behörden nachdenken. Wir haben eine völlig autonom agierende Bundesbank. Warum nicht das Umweltbundesamt weiterentwickeln zu einer völlig autonomen, nicht nach ministeriellen Anweisungen agierenden Behörde, die genau darauf aufpassen soll. Nur darauf, dass diese Rechte wahrgenommen werden. Zumindest auch. Kästen schreibt, es ist schlicht unfair, wenn wir wirtschaftlichem Kapital Rechte zustehen, der Natur aber nicht. So, ich komme jetzt zu meiner letzten These, die ist auch wieder therapeutisch, aber es ist deutlich experimenteller. Vielleicht kommen wir ins Gespräch dazu. Und zwar die Idee, dass wir über Produktion anders nachdenken. Produktion, eine ganz entscheidende wirtschaftliche Tätigkeit. Wenn man das mal, also in der Wirtschaftsgeschichte, in der Ideengeschichte der Wirtschaften, ist eigentlich klar, dass das, was wir produzieren, immer auch, dass Natur da immer mit einfließt. Die klassischen drei Produktionsfaktoren der Volkswirtschaftslehre sind Boden, ein anderes Wort für Natur, also Natur, Arbeit, Kapital. Kann man lange darüber streiten, aber es ist ein klassischer, jeder Volkswirt kann Ihnen das runterbeten. Nur die Erträge der Natur fallen nicht der Natur zu, sondern den Menschen, die dann die Natur eben gehört. Absolutes Beherrschungsverhältnis. Oder um es nochmal pointierter zu sagen, Natur ist Sklave der Menschen. Ja? Kann man das umdenken? Es ist de facto ein koproduktiver Prozess. Aber kann man das so umdenken, dass wir in einen Prozess einsteigen, damit mache ich wo wir Produktion denken als etwas, was koproduktiv ist in dem Sinne, und jetzt überspringe ich zwei Folien. De facto ist es eine Koproduktion, aber dass wir Natur so denken, auch im Sinne von ja, dem, was Kästen hier gesagt hat, einer Vertretung von Natur, meinetwegen in Aufsichtsräten oder wie auch immer, bei unternehmerischen Entscheidungen, dass eben diese Produktionsentscheidungen getroffen werden zum Nutzen, zum Wohle und Nutzen von Mensch und nicht menschlicher Natur. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.